629. Wir können den Kopf noch vor und dann wird schon. Konzentration bitte. Bitte. Nicht schauen, das gehört alles mir. Ja, ist schon gut. Klatschi! Wir haben es nicht mit 45 in der 30er-Zone erwischt. Sondern? Auf der Waterbahn. Wie schnell bist du gefahren? Zügig. Sehr zügig. 200. Ja, 200 mit der Kasse. Mit dem betagten Fahrzeug, sicher. Nein, ich habe auch passieren lassen. Du hast was? Naja, der Bogdan hat mir so einen tschetschenischen Jeep eingebaut und ein paar Teile von einem Dragster-Motor. Was, das ist echt ein Witz? Bei mir buddelst du auf, weil du im Romeo ein E-Piano... Weiß ich die Mama. Ein E-Piano kauf, ja? Okay, und bitte. Der los. Habe ich was versandt? Haben wir nur einen Lotto 6er gemacht? Nein, ich bin nur 6er. Was denn? Nein, ich muss ein bisschen locker reagieren und ich muss ein bisschen täuschen. Sehr gut. Ja, dann immer so ein Schnurrer. Sehr besser. Dann brauche ich nämlich keine Beruhigungstabletten mehr. Ja, aber weißt du, was das Allerbeste ist? Ja. Ich habe nur einen Monat einen Haufen Zinsen gekriegt für die Sparbücher, was mir da richtig angelegt hat. 12%? 12% am liebsten, da hat ich kein Mensch 12%. Dann schenke ich mir mein Geld zurückgeben. Was? Wieso? Du Plätistin ist keine Plätistin, ja? Ja, bei Kostmann ist was abgesprungen, ist es wieder aufgesprungen. Und jetzt war Rückzug wieder alles in Butter. Jetzt habe ich meine 300.000 wieder mit 12%. Wolltest du mir nichts sagen? Na, was? Nicht zum Beispiel, dass du den Rüdiger das ganze Geld aus dem Tresor gegeben hast. Ach so, ja. So, ja. Ich hab alle verdächtigt, meine Haberer. In Rüdiger, sogar in Romeo. Den Romeo? Du spinnst echt. Siehst, genau deswegen habe ich dir nichts erzählt, weil du so misstrauisch bist. Und du bist ein Schnorrer. Okay, bitte. Der Semmler hat Ihnen die Geschichte erzählt. Ja, der Hans und ich, wir sind uralte Freunde. Wir kennen uns vom Schießstand. Und ich kann Ihnen helfen, Herr Desche. Was helfen? Ihnen dabei helfen, dass Sie den ungeliebten Schwager loswerden. Der Hans ist aus nachvollziehbaren Gründen auch dafür. Der hat mir 100 Euro gegeben. Jetzt geben Sie mir auch 100 Euro und der Herr Dr. Rüdiger Semmler ist Geschichte. Was, Sie wollen einen Auftragsmord für 200 Euro machen? Nein, ich will ihn nicht füsilieren. Ich will ihn kompromittieren.
Verstehe nicht. Sie brauchen gar nichts verstehen. Ich bin der Profi. Das Einzige, was Sie beschaffen müssen, sind die 100 Euro. Und ein Foto von der Zielperson. Wer ist die Zielperson? Wer ist die Zielperson? Bitte. Ja, ja, im Stuhl für den Bube. Ja, jawohl. Ja, ja, kommst du mir. Super, passt. Leibas, ja, was. Ole, 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 ole. Ja, schön, Stuhl für den Bube, Herr Deschek. Grüß Sie, Frau Nikic. Ich brauche da was von Ihnen, darf ich eher reinkommen? Von mir? Was wollen Sie? Das sag ich Ihnen dann drinnen, da mit zwischen Tür und Angel, Herr Deschek. Ja, was wollen Sie? Eigentlich wollte ich mit der Claudia reden. Wo ist die Claudia? Ist die gar nicht da? Was? Wo ist die Claudia, Frau? Na, heute ist in der Simmeringer Denne, das ist dieser Nostalgieabend der 80er Jahre. Da wollte ich fragen, ob das auch für dich was. Ja, sie muss jetzt weiter tun, sie ist nicht da. Na, aber das ist ja viel besser, von einem Mann zu hören, ob das Outfit passt oder nicht. Herr Deschek, was sagst du? Passt das Outfit oder nicht? Ja, passt. Alles wirklich. Tipptopp. Richtig 80er. Herr Deschek, so leicht kommen Sie mir nicht davon. Sie müssen schon genau schauen, ob alles passt. Ja, Sie haben gesagt. Ja. Sie brauchen keine Angst haben, Herr Deschek. Sie können ruhig näher kommen, Herr Deschek. Ich weiß es nicht. Ist das Kleid eh nicht zu kurz? Ja. Müssen Sie aufpassen beim Wind. Heute ist windig. Vielleicht sollten wir was trinken, Herr Deschek, damit das Ganze einfacher ist für uns. Was einfacher? Na was? Unser Bier? Geht ja doch für was Besseres zu Hause. Ich gehe jetzt raus, dann komme ich rein. Raus, rein. Und ich komme dann. Nee, ich brauche jetzt ein Bier. Dein Kopf ein bisschen mehr. Ja, nicht zu viel umgehen, das war ich nicht. Ja. Schauen wir in die andere Richtung. Ja. Und nehmen wir das Kapperl runter. Ja, nimmst du das Kapperl bitte runter. Ja,
Für die Webseiten. Anprobe fertig. Ja, Anprobe fertig. Wir drehen gleich die erste Folge. Wir drehen die erste Folge. Schmuck, Schüchen. Ja, also ich würde vielleicht eben das verstärken. Ja. Aber sonst. Oh, super Farbe. Cool, oder? Ja. Vielleicht kannst du auch hochschieben. So Kostümbild ist ja irgendwie ein schöner Beruf, oder? Ja. Manchmal ist es. Manchmal ist schön. Also. Möchtest du einen verführerischen Mund? Ja. Gut. Ja. Als Variante. Also als Variante. Funken. Warte auf. Hallo. Viel Freude. Viel Vergnügen. Enjoy. Und bitte.
So ein kleiner Dreck, 200 Euro. Ja, jetzt brauche ich für die Musical-Schule. Ja, aber da brauche ich nicht. Ja, so genau. Ja, ja. Okay. 200 Euro für so ein kleiner Dreck. Ja, aber ich brauche das für die Musical-Schule. Romeo, du bleibst sitzen, du regst mich nicht auf. Esst was, stärkt euch, du stärkst dich voll. Ja. Esst was, du stärkst dich. Ich trinke Bier, Nina. Wir haben eine zentrale Kommasie. Was machst du bei diesem Film? Ich kümmere mich um die Damen. Und sind sie glücklich mit dir? Ich glaube, sie sind zufrieden. Ich kümmere mich auch um die Herren. Ja. Und was ist denn dein Geheimnis, dass sie so zufrieden sind mit dir? Ja, das ist meine Kaffeeole und hinten sind die Champignons. Was machst du hier bei dem Film? Ich bringe euch das Essen. Und was hast du heute gekocht? Hast du selber gekocht? Ich koche nicht selbst. Ne? Ich bin zu Hause schon, aber so für euch. Für uns nicht? Wer kocht für uns? Für euch kocht die Lisi. Die Lisi? Wo ist die Lisi? Die Lisi ist in der Küche. Wir kochen und kocht weiter. Und kocht noch immer. Wieder mal willkommen hier bei der Nahrungswertungsanalyse. Hier behandelt es sich um ein gebackenes Gemüse im Werte von 600 Kalorien und jetzt kommt 800, 1000. Wer bietet mit? Danke für das Gespräch. Du, was haben wir heute noch zu tun alles? Was müssen wir heute noch machen jetzt noch? Entschuldige, was ist denn das? Ja, irgendein Gatsch, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Topfen. Was hättest du jetzt am liebsten als Nachspeise? Schokoladepalettschinken mit Vanilleeis, Nuss und Eierlikör und was alles noch? Alles, ja. Und Schokosauce, Schlagobers. Schlagobers ist Pflicht. Und dann ein Mittagsschlaferl. Ja. Ah! Ui, Scheiße. Gott sei Dank hat die Frau Heiger. Ich habe den Bademann eingepackt. Aber total. Scheiße. Gut, dass wir die Morgen nicht mehr. Okay, wollte ich heute nicht mehr. Gott sei Dank. Gott sei Dank ist nicht mir passiert. Gott sei Dank ist nicht mir passiert. Du traust dich im Kostüm essen? Ja. Was da ich mich ja nicht traue. Bei manchen anderen Sachen kriege ich das Abzahl, weil ich mir ja, genau. Ist das das Peinlichste, was dir hier passiert ist schon? Nein. Bei weitem noch nicht. Was war das Peinlichste, was dir passiert ist? Überhaupt nicht in Frage. Oh ja, das ist schon fast allerpeinlichste. Das sind die Nacktszenen für den Leo Bauer. Wieso für den Leo Bauer? Oh ja, er will das ja. Steht ja nicht im Buch. Ich glaube, er braucht irgendwie so ein Bewerbungsvideo für Beate Use. Ich möchte das irgendwie ein bisschen Genre wechseln. Benutzt uns da als Probe. Objekte oder so. Aber du hast ja auch sehr gerne damit gemacht, rein. Oder? Ja, mit der Therese auf jeden Fall, ja. Oh.
Hier sehen Sie eine motivierte und angestrengte Filmcrew in Österreich. Ich habe halt ein Geschenk mitgebracht, was zu uns den Chef passt. Kurt Ostbahn und der Chef bei den live am Ostbahnhilfplatz 1993. Legendär ist ein Hilfsausdruck. Dann nur, nächsten 20. Legendär ist ein Hilfsausdruck. 20 oder 2? 2 Minuten. Dann gehst du zum Fernseher. Lauter Zirn fällt da auch. Lauter Zirn fällt da auch. Der Fernseher ist immer noch kaputt. Was? Geh bitte! Mach, geh nicht zu. Ich bin nicht sicher, dass du. Mio. Mio. Ja, aber nicht im Schlafzimmer. Gut, jetzt nicht. Nicht im Schlafzimmer, habe ich nicht. Okay, probieren wir es einmal noch durch. Schauen wir mal, wir haben noch öfter, glaube ich. Ja. Also, du schenkst deiner Mann. Ja. Auf. Aber auch. Ja, super, gratuliere. Danke, Papa. Ja, ja, dass du jetzt nicht so einen Kopf kupfern wirst. Nein, da ist schon nicht. Tada! Euer Geschenk für dich. Was zu uns nicht passt. Passt, gell? Ja? Ostbahn, gute und der Chef bei dir, ein Bootleg. 1993 live am Ostbahn. Das geht jetzt so lange.